und willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute einen Kinderweekender. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Das ist genau derselbe Weekender, wie ich ihn schon mal genäht habe. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben bei dem i. Also keine extra Taschen und nichts dran. Ich habe nur die Größen verändert und es ist tatsächlich auch nach genau demselben Prinzip zusammengenäht wie die Boxyback. Und die Boxyback-Videos, die kommen ja immer super bei euch an. Da seht ihr mal, was man mit so einem einfachen Schnittmuster alles für verschiedene Sachen kreieren kann. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, wo ich meine Stoffe her habe. Und wenn ich online bestelle, bestelle ich eigentlich ausschließlich bei Tante Poppins. Und die beiden Stoffe habe ich auch von ihr. Die habe ich aber schon vor längerer Zeit bestellt. Das heißt, ich weiß nicht, ob es noch vorrätig ist. Ich packe euch ihren Shop aber mal unter das Video in die Infobox. Wir haben hier bei uns im Ort aber auch einen super sortierten Stoffladen. Da stöber ich dann auch schon manchmal durch. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Der Kinderweekender ist 35 cm lang, 22 cm breit und 15 cm hoch. Dann hat er rechts und links solche Trageriemen, dass man ihn in der Hand tragen kann. Und auch noch so einen Schultergurt für über die Schulter zu werfen. Das kann man aber auch abmachen hier mit solchen Karabinern. Jawohl. Und hier oben über die komplette Länge den Reißverschluss zum Öffnen. Los geht's! Die Maße schreibe ich euch wie immer unter das Video in die Infobox. Und ich habe hier beide Stoffteile A und beide Stoffteile B liegen. Die Stoffteile B, das wird mein Taschenboden und das hier wird die Oberseite von der Tasche. Und bei den beiden Stoffteilen B muss jeweils an den beiden unteren Ecken ein 11 x 11 cm großes Quadrat ausgeschnitten werden. Und bei beiden Stoffteilen A, also bei dem Oberteil der Tasche, jeweils an den oberen beiden Ecken ein 11 x 11 cm großes Quadrat rausschneiden. Und, Moment, bei den beiden Stoffteilen C, also dem Innenstoff, da habe ich jeweils an allen vier Ecken ein 11 x 11 cm großes Stück rausgeschnitten. Und ich mache auch diesmal meine Flieseline, also die habe ich auf die beiden Innenstoffe drauf gebügelt, da mein Außenstoff ja aus Kunstleder ist und da hält das nicht ganz so gut. Ich habe mir bei einem Stoffteil A hier an der unteren langen Seite die Mitte ermittelt und habe mir da eine Hilfsnadel hingesetzt. Und dann brauche ich das Gurtband, welches 60 cm lang ist. Von dem Mittelpunkt aus messe ich mir nun 8 cm ab und lege da das Gurtband an. Und in die andere Richtung ebenfalls 8 cm. Und lege auch da das Gurtband an. Und dann aufpassen, nicht dass hier oben, dass ihr hier einen Dreher reinbekommt. Feststecken und gerade hinlegen, also nicht jetzt schief oder so hinlegen, sondern dass es gerade liegt. Moment, ich will das auch einmal richtig, jawohl, so. Also, und dann nähe ich das Gurtband hier auf dem Außenstoff fest. Und zwar 10 cm nach oben, dann einmal rüber und 10 cm nach unten wieder. Und hier drüben mache ich das natürlich genauso. Und huch, mit dem anderen Stoffteil A und dem anderen 60 cm Gurtband mache ich das genauso. Ein Stoffteil A lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir ein Stoffteil B. Das lege ich mit der rechten Seite nach unten.
hier unten an die lange Seite bündig an und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm die Stoffe komplett vom Anfang bis zum Ende zusammen. Und genau dasselbe mache ich mit dem anderen Stoffteil A und dem anderen Stoffteil B auch. Die Stoffe auseinanderklappen und die Nahtzugabe in Richtung zum oberen Stoff legen und knicken. Und dann müsst ihr hier beim Gurtband aufpassen, weil das Gurtband muss geknickt werden. Das heißt, da wirklich schön aufeinander legen. Und dann knappkantig hier über den Stoff drüber nähen und somit die Nahtzugabe hier oben am Stoff festnähen und auch diesen Knick hier im Gurtband, der wird dann auch fixiert. Und genau dasselbe mache ich mit dem anderen Außenstoff, den ich genäht habe, auch. Einen Außenstoff lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich und ich lege schon mal den Gurt ein bisschen runter und dann brauche ich den Endlosreißverschluss. Und wie bei meinem großen Weekender nehme ich auch hier diesen tollen regenbogenfarbenen Reißverschluss. Hier ist auch nochmal dieses Pink drin, also ich finde das richtig genial. Ich packe euch den Link zu dem Reißverschluss unten in die Infobox. Und den Reißverschluss lege ich mit den Zähnchen nach unten. Hier oben bündig an. Ja, ich weiß, der ist größer, aber das ist nicht schlimm. Da kann ich nämlich meinen Zipper aus der Naht rausziehen und muss so nicht unter der Nähmaschine den Zipper hin und her schieben. Wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich das gerne. Dann brauche ich ein Stoffteil C, einen Innenstoff. Den lege ich mit der rechten Seite nach unten. Falls euer Innenstoff eine Musterrichtung hat, dann ist das hier nun die Oberkante und die lege ich hier oben an. Bündig und auch rechts und links bündig anlegen und dann nähe ich mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende die Stoffe und den Reißverschluss hier oben zusammen. Die Stoffe vom Reißverschluss wegklappen und schön von den Zähnchen wegziehen und dann nochmal knappkantig hier über den Stoff drüber nähen. Den anderen Außenstoff lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich und dann nehme ich mir mein gerade genähtes Teil. Das lege ich mit der rechten Seite nach unten, mit dem Reißverschlussende hier oben bündig an und auch rechts und links bündig anlegen. Dann nehme ich mir den zweiten Innenstoff, also das zweite Stoffteil C, und das lege ich mit der rechten Seite nach unten. Ebenfalls hier oben an die Reißverschlusskante bündig an und auch rechts und links und nähe auch hier vom Anfang bis zum Ende hier oben alles zusammen. Die Stoffe wieder vom Reißverschluss wegklappen und auch hier nochmal knappkantig drüber nähen. Der Reißverschluss muss nun erstmal aufgemacht werden, weil wir hier dann später durchwenden. Dann lege ich Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff, jeweils mit den rechten Seiten aufeinander und lege alles hier bündig aufeinander und muss hier auch beim Außenstoff aufpassen, dass die Nähte hier aufeinander liegen, also da, wo Kunstleder und Stoff sich treffen. Und dann nähe ich einmal hier die Seite zusammen, die untere Seite und hier das. Und beim Innenstoff nähe ich rechts und links die Seiten komplett zusammen. Nur hier auf der Unterseite lasse ich mir eine Wendeöffnung so 15 bis 20 cm und nähe nur den rechten und den linken Rand zusammen. Die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Nur hier bei meinem Kunstleder habe ich eine normale Schere genommen. Der Stoff ranzt mir ja nicht aus. Und hier unten den Stoff bei der Wendeöffnung, den habe ich stehen lassen. Den habe ich nicht zurückgeschnitten. Nun greife ich hier unten in den Boden, also wir machen jetzt den Boden, und greife ich in die Öffnung rein, ziehe den Stoff auseinander und lege dann
die beiden Nähte direkt aufeinander und nähe mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter diese Öffnung hier zusammen. Genau dasselbe mache ich mit der anderen Bodenöffnung bei meinem Innenstoff und auch bei den beiden Bodenöffnungen beim Außenstoff. Die Nahtzugabe hier bei meinem Außenstoff habe ich mir wieder mit einer normalen Schere zurückgeschnitten und hier beim Innenstoff mit einer Zickzackschere. Das kann ich mal kurz beiseite legen. Und dann brauche ich die beiden Gurtbänder, die 8 cm lang sind, und meine beiden D-Ringe. Mein Gurtband ist übrigens aus Kunststoff. Das heißt, ich habe mir die Enden hier mit einem Feuerzeug angesenkt, dass mir das nicht ausfransen kann. Dann mache ich den einen D-Ring hier über das eine Gurtband und lege das so zur Schlaufe. Und damit sich das gleich nicht unter der Nähmaschine so verzieht, wenn ich das einnähe, nähe ich hier knappkantig drüber und fixiere mir das erstmal so, dass ich dann beim weiteren Nähen da keine Probleme habe. Und mit dem anderen Gurtband und D-Ring mache ich das auch. Nun muss noch die Öffnung hier oben beim Deckel von der Tasche geschlossen werden. Dafür greife ich in die Öffnung rein, ziehe das auseinander und lege die Naht mittig auf den Reißverschluss. So. Und vom Außenstoff ebenso, also auseinanderziehen. Und die Naht mittig auf dem Reißverschluss positionieren und das so hier auseinanderziehen. Dann brauche ich den D-Ring mit dem Gurtband. Und den lege ich mittig auf den Reißverschluss, und zwar so, dass der D-Ring nach innen, in den Innenraum der Tasche zeigt. Hier bündig an. Und nun liegt der Außenstoff, der D-Ring und der Innenstoff hier. Alles liegt bündig aufeinander. Und dann nähe ich mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter komplett hier drüber. Genau dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. Da ist es nur ein bisschen, da muss man ein bisschen mehr aufpassen, weil der Reißverschluss halt nicht zusammen ist. Das heißt, ein paar Nadeln mehr oder mit ein paar Klammern mehr das feststecken. Aber auf der anderen Seite das genauso machen. Also hier drüben auf der Seite, wo der Reißverschluss auf ist, das war wirklich ein Gefummel, bis ich das alles hier schön gerade, faltenfrei und auch mittig aufeinander positioniert habe und mir festgeklammert habe, weil das Ganze muss ja nun auch noch unter die Nähmaschine. Und wie ihr seht, passiert das auch mir, dass zum Beispiel hier das nicht bündig aufeinander liegt. Das macht mir aber gar nichts aus. Das verschwindet nun alles komplett in der 1 cm Nahtzugabe. Die Nahtzugaben auf beiden Seiten habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Nur hier über das Gurtband, das habe ich nicht zurückgeschnitten, weil ich das ja mit einem Feuerzeug versiegelt habe. Das heißt, dann würde ich mir die Versiegelung ja wieder abschneiden. Und den Reißverschluss habe ich mit einer normalen Schere etwas zurückgeschnitten. Nun kann vorsichtig gewendet werden. Zum Schließen der Wendeöffnung. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung nur nach innen umklappen, feststecken und dann entweder mit der Hand mit einem Matratzenstich schließen oder knappkantig mit der Maschine hier drüber nähen. Zum Schluss muss nur noch der Schultergurt zusammengenäht werden und wie hier dieser Schieber angebracht wird, das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich euch mal hier oben bei dem i und dann ist der Kinderweekender fertig. Also, wenn ihr euch schon mal an die Boxybag rangetraut habt und das alles funktioniert hat, dann könnt ihr auch hier so einen tollen Weekender nähen. Wenn ihr noch ein paar andere Nähinspirationen braucht, könnt ihr auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.